Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen hier im Time-to-Do-Studio bei Schweiz 5. Heute Morgen saß ich noch in Hamburg beim Frühstück. Viele, viele Grüße an alle meine deutschen Zuschauer. Es war ein sehr herzlicher und toller Empfang in Hamburg. Ich freue mich, wenn wir wieder da sind. Und Sie wissen es ja, in Kürze gehen wir auf den Satelliten Astra und dann können Sie auch unsere Sendungen in Deutschland empfangen. Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Sucht, das kennt jeder auf die eine oder andere Art. Wir reden hier jetzt nicht von Kaufsucht oder solchen Süchten oder Sexsucht oder sowas. Nein, wir reden von den ganz trivialen Themen, also Rauchen, Alkohol, Drogen. Ist ein Thema, wo viele Familien betroffen sind, gerade schlimm in Familien, wo zum Beispiel ein Partner raucht und der andere nicht. Großes Potenzial immer wieder für Konflikte und Auseinandersetzungen. Und wir kennen das, schlagen Sie die einschlägigen Illustrierten auf, schauen Sie im Internet, Raucherentwöhnung, Nichtraucher in 10 Tagen, was man da so alles liest. Viele probieren es, bei vielen funktioniert es nicht. Vor kurzem war er schon mal bei mir in der Sendung und wir haben das angesprochen. Jetzt sind wir der Sache mal auf den Grund gegangen mit sensationellem Ergebnis. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen Nikolai Lackmann und herzlich willkommen André Sewall. Sewall. André Sewall. André, du warst ein Klient oder Patient vom Nikolai. Genau. Reden wir gleich. Jetzt will ich erstmal zum Nikolai gehen und sagen, Nikolai, das ganze Thema Sucht, ist das mit der Thematik der paranormalen Chirurgie auch in den Griff zu kriegen? Das ist ein bisschen andere Methode, weil bei meiner Methode, mit der ich arbeite, gegen diese ganzen Rauchen oder Alkohol zum Beispiel, Entwöhnung, ich arbeite mit Informationen, weil viele Menschen denken, die haben eine Sucht, das ist keine Sucht, zum Beispiel Rauchen oder Alkohol, das ist einfach, nach meiner Methode, ist es einfach falsche Information, die im Unterbewusstsein gespeichert ist. Mhm. Einfach nur falsche Information, die dieses Verlangen immer wieder hervorruft. Ja. Dass der Mensch immer wieder Lust kriegt. Oder wenn man zum Beispiel selber aufhört zu rauchen, dass man das nicht kann, weil unser Unterbewusstsein hat diese Information einfach im Körper. Diese Information tausche ich bei dieser Behandlung um auf eine andere Information, dass der Mensch zum Schluss ein Ekelgefühl entwickelt gegen Zigaretten und keine Lust kriegt, zum Beispiel gegen Rauchen oder Alkohol. Man kriegt dann wirklich keine Lust mehr zu rauchen oder Alkohol zu trinken auch. Und wenn andere Menschen rauchen oder neben ihnen zum Beispiel trinken, viele Leute kriegen wieder Lust. Nach dieser Behandlung wird es egal sein. Wie viele Menschen hast du bisher mit dieser Behandlung schon dürfen vom Rauchen wegholen oder vom Trinken? In der Schweiz insgesamt ungefähr 10 Leute. Insgesamt. So. Jetzt kommt die Gretchenfrage. Wie viele wurden rückfällig? Bis jetzt, weil ich rufe meine Patienten natürlich immer an und frage, wie das geht, bis jetzt hat keiner gesagt, dass er wieder rückfällig wurde. Bis jetzt noch kein einziger. Ist ja ganz, ganz spannend, die Thematik. Jetzt wissen wir ja, ich meine, ich bin ja selbst ein Betroffener, ich habe ja auch 30 Jahre lang geraucht, auch pro Tag eine Schachtel filterlose Zigaretten und dann aus eigenem Antrieb, weil mich es geärgert hat irgendwann, habe ich es einfach sein gelassen. So, jetzt kommt der Punkt, aber nicht, weil ich gedacht habe, das schadet mir oder weil ich aufhören wollte. Nein, ich habe es einfach sein gelassen, weil mich die Umstände aufgeregt haben. Was ist passiert? Durch die ganze Sendungsvorbereitung und alles, was wir neu machen wollen, viel Stress, viel Arbeit. Was habe ich wieder angefangen? Das Rauchen. Warum auch? Viele Raucher um mich herum. Was habe ich festgestellt? Die Information war bei mir nicht mehr abgespeichert im Unterbewusstsein, sondern ich habe das Rauchen ja einfach so gelassen, wie ich vielleicht, wenn ich keine Zeit mehr habe, aufhöre Fahrrad zu fahren, weil ich es einfach mehr zeitlich nicht mehr leisten kann. Es war nicht so der innere Wille und Ansatz da. Und da hat heute der Nikolai was ganz Spannendes gesagt. Diese Willensgeschichte, wie ist es denn? Wie kann ich denn erreichen, dass wenn ich jetzt rauchen will und jetzt sagt meine Frau, ach, hör's doch auf, und jetzt gehe ich zu dir hin und sage, du Nikolai, aufhören wollen tue ich eigentlich nicht. Und ich rauche auch gern, aber wenn meine Frau das will, würde ich schon gern machen, wenn ich das Verlangen nicht mehr danach habe. Könntest du mir dann helfen? Ja, was speziell bei dieser Behandlung ist, spielt keine Rolle, ob der Mensch will oder nicht. Auch wenn man nicht will, wird es trotzdem funktionieren. Dann kommen wir gleich mal zum André. André, wie war es denn bei dir? Wolltest du das Rauchen aufhören? Also bei mir war es so, ich wollte nicht aufhören, weil hat mir ehrlich Spaß gemacht. Ich habe einfach gedacht, okay, ich probiere es mal, weil das klappt sowieso nicht und hat es bei mir halt geklappt. Also
Darf ich noch ein bisschen wissen, bist du verheiratet, Familie, Kinder? Ich habe eine Frau, wir sind nicht verheiratet, aber wir haben zwei Kinder. Also du lebst und in einer Familie, genau, wo auch im Haus Kinder sind. Genau. Da war es natürlich immer ein bisschen problematisch mit dem Rauchen. Klar, das weiß man heute, dass es für Kinder nicht gut ist. Für uns natürlich auch nicht, klar. Aber besonders Kinder haben da natürlich drunter zu leiden, wenn geraucht wird. Ja. Bevor wir auf das Rauchen an sich kommen, wie war es denn in deiner Beziehung? Hat deine Frau geraucht? Nee, meine Frau hat nicht geraucht und finde ich auch gut so. Aber sie wäre früher immer froh, wenn ich das Rauchen aufhören könnte. Okay. Und ich glaube, sie ist jetzt auch froh, dass ich nicht mehr rauche. Und ist auch besser, sagt sie auch zu mir, jetzt riechst du mehr nach Parfüm wie nach Zigaretten. Also. Kann ich verstehen. Und wer das kennt, dieser Geschmack, und gerade viele Männer tragen ja auch Schnurrbärte. Und wenn man dann raucht und dieses Nikotin und der Qualm sich da hineinsetzt. Und wie gesagt, ein Raucher selbst merkt das nicht, aber ich habe ja auch jetzt 15 Jahre nicht geraucht. Und wenn sie dann als Nichtraucher jemand, ich meine Mann und Frau oder Frau und Frau oder Frau und Mann oder Mann und Mann, wie auch immer, die küssen sich auch hin und wieder. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie mit wohl riechendem Mund und womöglich noch vorher gerade einen schönen Kaugummi gekaut, der auch noch gesund ist. Und jetzt küssen Sie einen attraktiven Mann, aber leider raucht er. Das kommt vor, als wenn Sie mit der Zunge einen Aschenbecher auslecken, hat mein Kumpel immer gesagt. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht probiert, ob es so schmeckt. Aber sagen die immer, also sagen wir mal so, nicht angenehm, wenn zwei Raucher sich küssen, die merken das nicht, weil da haben beide das gleiche Geschmacksproblem. Und wir kommen noch viel tiefer in die Geschichte rein. Nochmal zurück zu dem Suchtthema. Jetzt gibt es ja nicht nur das Rauchen, also an Zigaretten, es wird Marihuana geraucht, es wird was weiß ich alles Mögliche geraucht. Es gibt ja viele andere Süchte. Nehmen wir gerade mal das Beispiel Cannabis. Da gibt es ja die Riesendiskussion, ob das jetzt süchtig macht oder nicht. So die durchschnittliche Schulmedizin-Meinung ist, eine Suchtgefahr im klassischen Sinn nein, aber die Gefahr der Psychose und der geistigen Abhängigung, also nach dem Motto, ich kann nur locker werden, wenn ich jetzt ein Cannabis geraucht habe. Das ist die Gefahr, die da ist. Wie ist es denn bei solchen Stoffen? Das Rauchen ist ja eher eine Gewohnheitsgeschichte, die auch körperlich gefordert wird durch Nikotin und andere Stoffe. Aber alles, was mit Rausch zu tun hat, beim Rauchen kriegst du keinen Rausch mehr, Zigarette rauscht. Also ich zumindest, das habe nie eingekriegt. Ich weiß es nicht, wie es bei anderen ist. Aber da sind ja noch andere Hintergründe. Du willst dich ja wegbeamen oder berauschen oder aus der Realität rauskommen oder was auch immer. Wie ist es denn mit solchen Süchten? Gerade Beispiel Marihuana. Bei Marihuana ist eigentlich die gleiche Behandlung wie bei Zigaretten. Genau das Gleiche. Auch diese Information, die bei uns ist, wenn der Mensch sich schlecht fühlt, oder wenn der Mensch sich besser fühlen möchte, ist eigentlich nach dieser Methode die gleiche Philosophie. Das ist auch wieder Information in unserem Unterbewusstsein, die uns dazu bringt, das zu denken. Einfach das, automatisch. Das passiert automatisch, deswegen Mensch denkt, dass wenn ich jetzt das Cannabis zum Beispiel rauche, geht es mir besser. Klar. Auch kann man sagen, wie eine gemischt wie eine Gewohnheit. Und natürlich auch Information, die das dazu bringt im Unterbewusstsein, weil da arbeitet alles automatisch. Und wenn diese Information da ist, bleibt sie lebenlang, wenn man das nicht wieder tauscht, kann man sagen. Und bei dieser Methode ist auch, dass ich für alle Leute sage, dass die keine Angst haben müssen bei dieser Methode, weil bei dieser Methode kommt nur gute Information rein ins Körper, ins Unterbewusstsein, nur gute. Schlechte wird nicht zugelassen, sogar so, weil unser Körper macht es automatisch. Dass er nur, was uns gut tut, zulässt, was schlecht macht, blockt er gleich ab. Deswegen, da passiert nichts Schlechtes bei dieser Methode. Das heißt, wir haben uns eigentlich selbst gefangen durch das, dass wir das in unserem Unterbewusstsein als Positivzustand, als Entspannung, als was weiß ich, deponiert haben. Ja. Und so ruft unser Unterbewusstsein eigentlich immer, Mensch, du willst dich entspannen, jetzt rauch mal einen. Genau. Alles klar, langsam komme ich drauf. Bei härteren Drogen, also wir wissen ja, Marihuana ist ja Kingalitz-Krams, da diskutiere ich immer gar nicht, sage ich, das ist mir egal, auch wenn einer mal ein Glas Wein trinkt oder ein Whisky, sage ich auch nichts. Aber wir haben ja ganz andere Thematiken, diese ganzen chemischen Drogen, dieses ganze Thema, was weiß ich, Ecstasy bis hin zu Crystal Map, da gibt es ja die teuflischsten Dinge. Und die bekannten harten Drogen natürlich, Kokain, LSD, Heroin, wie sieht es denn da aus? Da ist ein bisschen auch, kann man auch behandeln, aber ein bisschen andere Methode einfach. Da empfehle ich natürlich allgemein bei diesen ganzen
Süchten natürlich empfehle ich, Dao-Yoga zu lernen, damit die Energie ins Gleichgewicht im Körper kommt. Weil das ist das Erste. Mhm. Das ist sehr wichtig dabei. Weil der Andreas hat auch gemacht, die Dao-Yoga macht das. Okay. Auch machst schon du nach wie vor Dao-Yoga? Ja. Mhm. Mache ich auch. Ist einfach sensationell. Ne? Ja. Du fühlst dich gleich ganz anders. Oder wie war es bei dir? Also am Anfang habe ich das auch nicht so ganz wirklich geglaubt. Aber nachhinein hat sich also einfach alles verbessert und ist in die bessere Richtung gelaufen. Okay. Auch Freundekreis hat sich gewechselt. Och. Sogar das, ja. Und beruflich und ist einfach, ich fühle mich danach besser. Was ist das Geheimnis des Dao-Yogas? Das, was der André gerade sagt, höre ich so oft, dass die Leute sagen, es ist schwer zu fassen, was anders geworden ist, aber mir gelingt alles leichter. Ja. Ich bin mehr in meiner Mitte, ich reg mich nicht so schnell auf. Ich meine, ich kenne das ja selbst, du kannst auch bestätigen. Aber was ist es? Was macht es denn aus? Sind es wirklich diese, dass du aktiv deine Energieflüsse wieder ins Laufen bringst? Ja, da, bei Dao-Yoga, ich bringe zum Beispiel bei, wie man Energie wieder, weil man verbraucht einfach Energie. Mhm. Jeder Mensch verbraucht Energie. Es gibt verschiedene Energien im Körper, die man wieder auffüllen kann. Weil die verbrauchen sich und dann kommt Energie natürlich dadurch, wenn keine Energie da ist oder wenig ist, die Energie kommt durcheinander und wird auch nicht mehr im Gleichgewicht und auch nicht genug da. Deswegen ist Mensch energielos, mit der Zeit wird man müde auch. Sehr schnell gestresst zum Beispiel und Leben läuft dann auch nicht so gut bei manchen Menschen. Ja. Weil Dao-Yoga ist nicht nur gut für Gesundheit, mhm. die ist gut auch für alles, kann man sagen, für Leben, für berufliches Leben, für Partnerschaft zum Beispiel, viele haben das auch schon gesagt, dass in Partnerschaft auch viel gebessert hat. Dao-Yoga verändert einfach Leben in positive mhm. Richtung, weil der Mensch fängt an mit der Zeit immer mehr und mehr, und mehr Energie zu sammeln und das spürt man mit der Zeit, man wird weniger müde. Man kann sehr lange arbeiten, ohne müde zu werden. Oder wenn man den ganzen Tag zum Beispiel gearbeitet hat, macht man danach Dao-Yoga, dann fühlt man sich wieder, als ob man nichts gemacht hat, kann man sagen, so den ganzen Tag. Und was dabei gut ist, wenn jemand das vor dem Schlafen macht, schläft man auch gut. Ja. Weil viele fragen mich, ob man das macht und dann viel Energie hat. Nein, man hat viel Energie, aber die bleibt im Gleichgewicht. Deswegen ja, Mensch kann sogar besser schlafen sogar mhm. als sonst. Viele haben schon sogar während den Seminartagen gesagt, dass die 20 Jahre, nicht sogar solche Leute, die schon 20 Jahre nicht so gut geschlafen haben, haben nach ersten Tag schon vom Seminar, haben ganze Nacht durchgeschlafen und sehr tief. Richtig erholsam und tief geschlafen. Sagen viele, erste Nacht schon seit 20 Jahren haben viele Leute so bestätigt. Ja, und ich Verbesserung spüren Sie sofort sogar. Genau, ich habe ja heute das Beispiel, ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden. Was haben wir jetzt? 20.30 Uhr oder irgendwas? Also das heißt, 15, 16 Stunden sind schon rum. Finden Sie jetzt, dass ich gestresst bin? Nö. Was habe ich im Flugzeug gemacht? Raten Sie mal. Ja, Dao-Yoga. Klar, da sitze ich, weißt, da kannst du sofort die Füße übereinander nehmen, die Hände in den Schoß legen und los geht's. Und du störst keinen und keiner merkt, was du da machst. Ja. Das ist sensationell, auch wenn ich im Auto im Stau stehe. Was mache ich? Dao-Yoga. Weißt du, da habe ich Zeit. Zeit, Ruhe, keiner um mich rum, niemand stört mich, stehe eh rum. Also was soll ich tun? Auf der Autobahn rumlaufen, das ist auch nicht so witzig. Ne? Also bleibe ich im Auto und mache was Vernünftiges. Dao-Yoga ist so die Voraussetzung, glaube ich, dass du so ein bisschen mehr in dich kommst, diese Verbindung zu dir und zu deinem Sein hast. Aber jetzt kommt ja immer noch der nächste Schritt. Das alleine reicht ja nicht. Sonst würde jeder, der Dao-Yoga macht, das Rauchen aufhören oder das Trinken oder was auch immer. Genau. Wo liegt das Geheimnis jetzt? Und noch eine andere Frage, bevor du was sagst. Entschuldigung. André, wie viele Behandlungen hast du gebraucht, bis du es aufhören konntest? Rauchen? Ja. Also, ich glaube, das hat gedauert zwischen 20 und 30 Minuten. Und eine Behandlung. Nee. Doch. Ja. Eine Behandlung, 20 Minuten. Jetzt muss ich noch ein bisschen anders bohren. Wie lange hast du vorher geraucht? Ich denke mal so, also wenn ich jetzt so zurückrechne, zwischen 14 und 15 Jahren habe ich schon geraucht. 14, 15 Jahre, viel oder wenig? Ja, schon viel. Was heißt viel? Eine Schachtel am Tag habe ich. Ja, ist viel. Also am Ende habe ich eine Schachtel geraucht. Das habe ich auch, ja. Das ist schon viel. Ja. Wenn man das mal hochrechnet und wir jetzt auf den Tisch legen, was du da weggeballert hast. Und was auch noch mich interessiert, also in 30 Minuten kann man etwas sein lassen, was man vorher 15 Jahre oder gar länger gemacht hat.
Wieso ist es dann für den Mensch so schwer? Ist es rein die fehlende Information nach dem Motto, das will ich nicht? Das ist einfach diese Information, die bei uns im Unterbewusstsein einfach festgesetzt ist. Ich brauche das, kann man sagen. Okay. Viele sagen zum Beispiel, ja, mir ist langweilig, dann gehe ich eine rauchen. Stimmt. Und wenn man so überlegt, man raucht eine Minute, zwei Minuten, sagen wir so, eine Zigarette zum Beispiel, und danach geht es weiter. Ja. Man hat zwei Minuten Spaß und dann ist die Langeweile weg, wenn man zum Beispiel so überlegt. Mhm. Das ist einfach unsere Unterbewusstsein, der uns das macht. Und das Gehirn arbeitet mit auch. Zum Beispiel so, dass der Mensch einfach diese Information hat und sich noch dazu reinredet, ich brauche das, ich bin ruhiger deswegen. Das ist nur Information. Oder wenn ich Stress habe, jetzt muss ich erstmal eine rauchen, dass ich wieder runterkomme. Aber ich glaube, das ist alles nur so Gewohnheit. Weil früher, ich konnte nicht vorstellen, ein Kaffee ohne Zigarette geht überhaupt nicht. Oder morgens, sobald du aufgestanden hast, sofort eine Zigarette, Arbeit mit Zigarette. Deswegen, ich konnte mir das nicht vorstellen und ich wollte das nicht mal vorstellen. Ja, ja, ja. Hab einfach probiert und hat geklappt bei mir. Auch und wenn ich das nicht wollte. Und ich glaube, die Menschen, die das sogar wollen, das geht schnell und einfach, viel einfacher. Wie war das? Hast du dann danach geschaut, dass in deinem ganzen Umfeld keine Zigaretten mehr rumliegen, dass du nirgends hingehst, wo irgendjemand raucht oder so? Oder wie war es? War es schwierig? Bei mir war es eigentlich egal. Also ich habe noch halbe Schachtel gehabt, Zigaretten, die lag immer noch bei mir im Auto, aber ich habe keine einzige Zigarette genommen. Und halt meine Frau raucht nicht. Und deswegen jetzt ist sie natürlich besonders happy wahrscheinlich, oder? Jetzt ist sie happy. Wie nimmst du das denn wahr? Ich meine, ich kenne das ja auch als Raucher. Ich kenne das an den Klamotten, im Auto, immer die Asche überall, am Schalthebel drumherum. Dann der Geruch an allem dran. Natürlich auch die Gefahr, Zigarette fällt runter. Wie oft habe ich es erlebt, aufs Polsterloch gebrannt oder im Autositz oder sonst irgendeine dumme Geschichte. Diese ganzen Randerscheinungen. Und dann höre ich von vielen Leuten, sobald sie das Rauchen aufgehört haben, haben sie die Meinung, sie haben mehr Zeit. Wie ist es bei dir? Mehr Zeit würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin fitter, das fühle ich auch. Und ich brauche weniger Schlaf. Am Anfang, ganz ehrlich, ich bin um 5 Uhr war ich schon wach. Beispiel. Boah. Vor meinem Wecker. Naja, Dau-Yoga, Energie. Dau-Yoga plus Rauchen aufgehört. Ausgeruht ist, dann logisch, dann fallen die Bremsen weg. Nicotin ist ja eigentlich eine Bremse. Stell dir, seid's an, Blödsinn. Die anderen Stoffe hauen alles wieder zusammen. Und dann das weg. Und das Wichtigste. Tasche hast du auch gefüllt, Geld ist da. Und weil jede Schachtel kostet ja 6 Euro jetzt. Oh ja, stimmt ja. Ich wollte gerade sagen, Moment mal, es früher kostet 6 Euro. 6 Euro im Jahr gerechnet. Das sind über 2000 Euro. Boah, das ist fast ein Monatsgehalt, ne? Ja, die man was du da einfach noch bei vielen Menschen, ja. Ja, und wenn du dann hingehst, ne, und ich sage immer, leg nur das Zigarettengeld zur Seite, ist der Urlaub schon bezahlt. Ja, ja, ja. Und keine schlechte sogar. Ja, genau, kein schlechter. Also für dich eine positive Überlegung, ein positives Ergebnis und das nach einer Behandlung. Also muss ich auch sagen, wenn ich dich jetzt frage, den Zuschauern gegenüber, dort ist deine Kamera. Was würdest du sagen, kannst du den Rauchern auf dieser Welt empfehlen, die Methode, die der Nikolai macht? Also ich kann nur empfehlen, Rauchen aufhören und keine Ahnung. Also die, für dich war die Entscheidung richtig, für deine Partnerin war sie richtig und mit dem Ergebnis bist du vollkommen zufrieden? Genau, also das Erste war für mich wichtig, weil das ist auch meine Gesundheit. Okay. Natürlich auch für die Kinder, weil passive Rauchen, das ist noch schlimmer, wie man sagt. Als unbewusst passiert und auch wieder, ne? Ja. Also alles erreicht. Ich bin zufrieden. Die 10 Leute, die du hattest, keine Rückfallgeschichte. Das heißt, wir haben ja gesagt, und da wäre es für mich wichtig, dass wir da mal hingehen und auch mal wirklich Extremfälle, weil ich Kettenraucher. Hast du schon mal einen Kettenraucher gehabt, der am Tag 3-4 Schachteln wegballert? Muss ich fragen. Okay. Das muss ich fragen. Also, ich würde gerne mal gucken, unsere Zuschauer. Wir wissen ja, viele Menschen schauen immer ganz angespannt zu bei Time to Do, weil es immer Lösungen gibt. Und das ist ja auch das, warum ich das mache.
Wenn Sie jetzt im Umfeld einen Raucher haben oder eine Raucherin und die wirklich extrem am Klimmstängel hängt und wir wissen, habe ich vorhin schon gesagt, auch Beziehungen gehen durch sowas zu Ende, weil es der eine einfach nicht mehr ertragen kann, dann wäre es für mich sensationell. Aber Voraussetzung ist, dass ich Sie danach auch befragen darf, und zwar vor der Kamera natürlich, weil die Zuschauer sollen das Ergebnis ja kennenlernen. Würden wir gerne mit einem wirklich sehr starken Raucher, also eine Schachtel am Tag ist jetzt schon viel natürlich, aber ich weiß, es gibt Leute, die rauchen auch zwei, drei am Tag, und der wirklich den Wunsch hat, es aufzuhören, das wäre mir das Erste. Und die andere Seite kann natürlich auch sein, wenn wir in die Richtung uns bewegen, dass jemand nicht aufhören will, aber es dem Partner zuliebe tun würde, um einfach keine Konflikte zu haben. Solche Menschen hätte ich gerne, dass die mal beim Nikolai so eine Entwöhnung machen. Und zwar wirklich ein Extremfall, weil ich weiß es ja in meinem Umfeld, wie viele Leute, und ich glaube, du hast im Vorgespräch auch erzählt, dass du schon mal aufhören wolltest. Mhm. Nach einem Tag, am nächsten Morgen, war die erste Fahrt zur Tankstelle, Schachtelzigarette, genau, und wieder eine rauchen. So, kann ich verstehen. Ich kenne viele, denen es genauso ging. Weil einfach, wenn der Körper ein Suchtverhalten hat, dann will man sich nicht unter Stress setzen. Und du hast ja jeden Tag zu arbeiten. Du kannst jetzt sagen, ich mache jetzt 4 Wochen Pause und tue meine Sucht mal pflegen, ja, oder so. Geht ja nicht. Geht nicht. Und so wird es Ihnen auch gehen. Und dann, wie gesagt, Sie sehen ja auch, gerade das Thema Rauchen ist ja jetzt gesellschaftlich nicht mehr so anerkannt, wie es zu Zeiten von Helmut Schmidt war. Da hat man im Fernsehen noch geraucht und in allen Veranstaltungen wurde kräftig geraucht. Heute weiß man, welche Schäden es verursacht und geht damit anders um. Das heißt auch, das Rauchen wird immer mehr eingeschränkt. Und dann für die, die es nicht selbst aufhören können, weil einfach da der Weg nicht der richtige ist, für die kann es doch nur eine Erholung sein und, wie gesagt, das Traumziel, eine Methode zu finden, in der man innerhalb von, wie sagt das, 30 Minuten? Ja, 20, 30 Minuten. Ist es immer so oder geht es auch länger manchmal? Ab und zu, maximal war bis jetzt eine Stunde. Das war aber Maximum. Okay, aber die Investition meistens kann man ja auch machen, oder? Und ja, danach dann ein Leben lang nicht mehr zu rauchen. Ja, ja, weil ich schaue, wann fertig ist. Ach, du merkst das? Ja, ich merke, wenn die Information festsitzt. Das, okay, merke ich, das weiß ich wann. Ja. Weil Mensch gibt mir Zeichen, kann man sagen. Nicht selber, aber ich sehe, welche Zeichen da sind. Okay, diese unbewussten Reaktionen, die, ja, dann kommen. Ja, vom Körper. Körper zeigt es, kann man so sagen sogar. Okay. Unsere, okay, Unterbewusstsein, ja. Kann man sogar so sagen. Unterbewusstsein zeigt am Körper, wann er diese Information schon gespeichert hat. Spitze. Machen Sie das, liebe Zuschauer, denn es geht ja nicht nur darum, dass Sie Ihre Gesundheit schonen, und das ist so ein Hobby von mir, aber ich sage immer, das Leben darf nicht nur Einschränkungen beinhalten. Wenn wir unser ganzes Leben nur beschränken, dann machen wir die gleichen Fehler, indem wir alles festschreiben und regulieren. Das Leben ist ein Fluss. Aber es gibt natürlich Dinge in unserem Leben, die nicht schön sind, die nicht angenehm sind, gehört Rauchen dazu, nicht nur vom gesundheitlichen Standpunkt, auch von dem ganzen Schäden und Dreck, der entsteht und so weiter. Und sage ich immer, es war für mich immer das letzte Argument, aber auch eines, haben wir gehört, mindestens 2.000 Euro oder Franken bleiben da im Jahr übrig bei normalem Rauchkonsum. Wenn das Ganze extrem wird, können es gut mal 5.000, 6.000 Franken sein. Die sind in Ihrer Tasche, mit denen können Sie was anderes machen. Wären Sie bereit, das zu tun, dann melden Sie sich beim Nikolai Lackmann. Die Adresse des Webs und die Telefonnummer ist immer eingeblendet, wenn der Nikolai spricht. Und dann vereinbaren Sie einen Termin. Wir stimmen uns dann ab. Er sagt mir Bescheid. Und dann würden wir gerne, bevor Sie in die Behandlung gehen, mit Ihnen sprechen. Und dann vielleicht 14 Tage später oder so, oder? Ja, das so könnte man schon sehen. Und dann einfach, wie Sie vorher geraucht haben, wie Sie zum Rauchen standen und so weiter. Und 14 Tage später nach der Behandlung, einfach um zu wissen, wie ist jetzt das Ergebnis, haben Sie genau das Ergebnis, was Sie eigentlich wollten. Darf man auch fragen, was so eine Raucherentwöhnung kostet? Das kostet einfach einmal 500 Franken. Also, das heißt, was haben wir gesagt, 7 Franken kostet normalerweise, glaube ich, hier in der Schweiz eine Schachtel Zigaretten? 7, glaube ich, ja. Ja, 7 Franken. 10 wären 7, das heißt im Prinzip 60 Stück, das heißt nach 2 Monaten ist das Ganze amortisiert, wenn du dann nicht mehr rauchst. Ja, kann man sagen. Das ist das, was du normalerweise für 2 Monate für Zigaretten ausgibst. Ja. Also eine gute Rendite für diese Investition.
Und Sie wissen ja, liebe Zuschauer, wie groß die Problematik ist, von Süchten wegzukommen. Und ich weiß, wie viel Sorgen sich auch Mütter machen, wenn ihre Jungs und Mädchen in jugendlichem Alter bereits am Cannabis hängen. Es muss nicht einen Menschen von der Bahn abbringen, aber ich will hier keine Droge beschönigen. Und ich sage immer, das beste Leben ist ein drogenfreies Leben. Und wenn man schon solche Dinge nutzt, dann mit Hirn und Verstand. Das heißt, auch da ist es so, ich habe kein Problem mit jemandem, der abends mal ein Glas Wein trinkt oder zum Essen oder auch mal ein Whisky trinkt oder mal eine Zigarre raucht. Wir wollen keine Extremisten werden oder Menschen, die sich allen Genüssen entsagen. Aber die große Problematik ist immer die Häufigkeit. Und wenn es zu häufig wird, dann macht es uns und unserem Umfeld Probleme. Und das ist für mich so ein Anlass, wieder zu sagen, jetzt haben wir was gefunden. Wir haben es nach dem ersten Mal, habe ich schon gedacht, ui, ob das funktioniert. Ich bin da ehrlich, ich sage das immer, weil ich habe schon vieles gelesen, was einfach nicht funktioniert hat. Und jetzt haben wir eine Methode, somit wieder eine Geschichte, wo Time to Do Ihnen helfen kann, Dinge zu erledigen, die seit langem auf Ihrem Plan stehen, dass Sie das nicht mehr machen wollen. Wir wollen aber noch über andere Thematiken sprechen. Wir hatten auch vorher das Thema Alkohol. Rauchen, wissen wir jetzt auch so, Cannabis und sowas. Ist der Alkohol schwieriger als zum Beispiel Rauchen und Cannabis oder ist es da das Gleiche? Genauso einfach wie Rauchen. Genau. Obwohl da die körperliche Abhängigkeit viel größer ist? Auch ja, aber trotzdem mit einem Mal kann man das machen, ja. Hattest du schon Fälle von Alkohol? Auch schon ein paar Patienten. Also hier in der Schweiz, in Deutschland hatte ich schon mehr. Ja. Weil ich mache das insgesamt ungefähr 6 Jahre, diese okay. ganze Behandlung. Liebe Zuschauer, wir schauen mal gleich nach der Werbung, wie das Thema Alkohol ist und was noch dahinter steht. Dankeschön. timetodoshop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück und haben jetzt nochmal den Punkt Alkohol. Und der Alkohol macht uns ja auch ein ganz anderes Problem. Das heißt, er ist nicht nur ein Suchtstoff, nein, er kann den Menschen komplett zerstören. Und komplett zerstören bedeutet natürlich, dass wir dann nicht nur das Thema haben, dass wir uns körperlich kaputt machen, Beziehung, Arbeitsplatz, Umfeld, Verkehr. Die Probleme mit Alkohol sind mannigfaltig. Worum geht es uns heute? Dass wir eine Möglichkeit finden für Menschen, die von ihrer Sucht wegkommen wollen. Komme ich zu dir wieder, Nikolai. Alkohol, haben wir gerade vor der Pause gesagt, ist ja für mich die viel, viel schlimmere Art als zum Beispiel Rauchen. Und da sagst du, auch da gibt es eine Lösung, auch da nur eine Behandlung und da ist es wurscht, wie lange der vorher getrunken hat? Ja, spielt auch keine Rolle, wie lange. Und zwar bei jeder Art der Sucht kann man so sagen, da spielt es keine Rolle, wie viele Jahre. Auch wenn 30 Jahre sind. Das ist auch wieder diese Information, die bei uns drin ist. Auch muss man die einfach austauschen. Auch dieses Ekelgefühl entwickeln. Auch bei Alkohol geht es, dass jemand, wenn dann danach, was weiß ich, Schnaps trinkt, dass es dem schlecht wird? Wird einfach Ekelgefühl so entwickelt, dass er das nicht gerne. Du hast schon mal gesagt, beim Rauchen hat einer probiert, hat wieder Kopfweh gekriegt und dann war es dann gleich schlecht. Ja, aber man wird auch keine Lust kriegen, das ist das Beste dabei. Man wird einfach keine Lust kriegen. Das war der Autopunkt, ne, André? Mhm. Am nächsten Morgen, als es damals aufgehört hattest, diese Lust, weil die Gewohnheit, wenn man das jahrelang macht, morgens die Zigarette und die plötzlich fehlt. Ja, klar. Das hat mir auch gefehlt, also beim Balkon. Ich bin nicht mehr auf dem Balkon raus und keine Ahnung, das war halt ungewöhnlich. Aber genau. Ich habe mich dran gewöhnt. Ja, weil hast du immer auf dem Balkon geraucht, oder? Ja, immer auf dem Balkon, weil ich habe eine kleine so Terrasse. Ja. Und dann von einem Tag auf den anderen, bam, weg. Das ist kein Balkon so mehr. Nee, ich weiß, weil ich selber Raucher war lange Jahre, im Moment gerade wieder auch. Zwar nicht voll, hin und wieder rauche ich eine, aber ich merke, wie schnell dieser Griff wieder da ist, weil du hast einfach alte Programme und die Programme sagen mir klassisch das, wenn ich mit dem Stress bin, jetzt geh mal erst eine rauchen und komm wieder runter.
Das genau. ist ein totaler Idiotenprogramm. Entschuldigung, liebe Zuschauer. Ich weiß das. Aber ich weiß den Weg nicht, wie ich es löschen kann. Ja, und das ist diese Methode. Das genau, und das ist sensationell. Und ich selbst habe mich gerade da in der Pause entschieden. In Kürze habe ich das große Projekt so lange laufen, dass die Normalität wieder so mehr in den Job kommt. Dann will ich natürlich das ein für alle Mal beenden. Jetzt mit 60 nochmals Rauch anfangen, wäre ja gerade ein Witz. Werde ich zum Nikolai gehen und dann werden wir das Ergebnis auch live in der Sendung dann sehen. Und wie gesagt, ich mache ja alles ziemlich transparent. Die Zuschauer kennen mich gut und dann sehen sie, wie es funktioniert. Und wie sind denn Nebenwirkungen? Ich meine, er schätzt hier sportlich. Oftmals ist es ja so, wenn die Menschen mit ihren Süchten aufhören, egal Alkohol, Rauchen, suchen sie sich Ersatzbefriedigung, Süßes, Bonbons und dann plötzlich gehen sie auseinander. Hast du da Erfahrung mit deinen Patienten? Hat sich da irgendwas verändert, dass sie plötzlich Gewicht zulegen oder dass sie nervös werden und irgendeinen Ersatz brauchen, Nikotinpflaster oder sowas? Weißt du da was? No, ein bisschen nervös wird man einfach am ersten, vielleicht zweiten Tag, weil für Körper ist natürlich auch ein bisschen Stress nach dieser Klar. Methode, dass immer ein bisschen, weil unser Gehirn zum Beispiel hat jahrelang dieses Bedürfnis gestillt durch Zigarette, Nikotin gekriegt und dann auf einmal nichts mehr da. Und natürlich kriegt unser Gehirn dann etwas Stress. Aber nicht, dass man jetzt anfängt viel zu essen, einfach man wird ein bisschen kribbelig, so ja. Ja, unruhig aber vielleicht. Das ist einfach nur deswegen und das dauert nicht immer. Das sind erste zwei Tage vielleicht so ungefähr. Aber auch nicht bei allen? Auch nicht bei allen. Manche fühlen sich schon am nächsten Tag gut und super und kein Stress, fühlen sich super. Einfach, ich sage das auch jedem Patienten, der zu mir kommt danach, nach der Behandlung, dass, wenn das passiert, dass die sich nicht erschrecken einfach sollen, dass man ein bisschen gestresst ist. Das ist einfach unser Gehirn, der bei dem, was fällt jetzt. Klar, was in uns drin sitzt, was diese wir Gewohnheit drin haben. Ja, ja, aber ja. Das geht schnell vorbei. Also. Nur das. Auch beim Alkohol? Auch bei Alkohol, ja. Wie ist denn mit der Entzugserscheinung? Weil bei keine. Alkohol? Gibt es keine. Nee. Nein. Hast du schon mal einen Fall mit härteren Drogen gehabt? Mit Marihuana habe ich gehabt. Okay, das ist ja, da gibt es ja keine körperlichen Erscheinungen, also sagt man zumindest, ich bin da nicht der Profi. Körperliche Suchterscheinungen gibt es ja zum Beispiel bei Heroin. Wenn jemand Heroin aufhören will, dann gibt es ja diese Methadon, diese Ersatzgeschichte, die dann meistens über Mediziner gemacht wird. Wäre das theoretisch auch möglich, bei einem Heroinsüchtigen das zu probieren? Und wie ist es dann mit den Suchterscheinungen, dass der Körper danach schreit? Weil die haben ja, wenn sie das aufhören mit der Spritze, haben die ja Bauchkrämpfe und die winden sich auf dem Boden. Das ist ja ganz extrem, diese Entzugserscheinungen, die haben. Da sollte man mal schauen, ob man so einen Fall mal zu dir bringt, um einfach festzustellen, wie geht das dann? Ja, da würde ich natürlich auch ein bisschen andere Methode anwenden, auch mit Informationen natürlich. Aber ein bisschen anders wie bei Zigaretten und Alkohol. Wichtig ist einfach bei diesen ganzen Methoden, dass der Mensch darf nicht wissen davor, wie das funktioniert. Dass er sich nicht vorbereiten kann. Ach da, genau, dann wichtig. Macht er natürlich seine eigenen Gedanken und sagt, ach, das geht bei mir sowieso nicht und so. Ja. Stimmt, er negiert sich. Da arbeite ich einfach während der Behandlung. Da kann man auch keine Fragen stellen. Ich arbeite einfach schnell, so dass wir nur uns darauf konzentrieren. Und dann danach beantworte ich alle Fragen einfach nach der Behandlung. Und erkläre auch selber, für was, warum ich alles gemacht habe. Aber keine Sorge, da ist nichts Schreckliches dabei. da ist einfach nur, dass der Mensch sich nicht vorbereiten kann. Dass er einfach sich entspannt die Behandlung machen kann. Das heißt, die Leute kommen zu dir, du sagst nicht, was du tust, sie nehmen Platz, du fängst mit der Behandlung an, wahrscheinlich nach einem kurzen Vorgespräch. Ja, kurze Vorgespräch und Behandlung mache ich immer draußen. Das ist auch wichtig, weil ich habe neben meiner Praxis einen guten Platz gefunden, auch energetisch guten Platz. Oh, und jetzt wird das Wetter immer besser? Auch dazu, ja. Und da ist sehr guter Platz, genau für diese Behandlung habe ich Platz gesucht und gefunden. Das mache ich nur an diesem Platz. Spannend, sehr auch. Spannend diese Thematik. Du verbindest das auch mit der Natur. Auch, ja. Ist auch sehr wichtig. Sie, wenn wir noch eine Weile ihn fragen, dann entlocken wir ihm alle Geheimnisse, liebe Zuschauer. Das finde ich ja klasse, dass du da in die Natur gehst und das dort machst. Hat es einen Grund, deinen speziellen? Und da ist sehr gute Energie an diesem Platz für das. Ah, es geht genau für diese Behandlung habe ich Platz gesucht. Weil ich habe viele Plätze angeschaut, auch im Wald. Und dann habe ich eine gefunden, wo ich gespürt habe, dass das ein sehr guter Platz dafür ist, genau für das. Das ist ein sehr schöner Park,
wo man das machen kann. Und entscheidend ist, es funktioniert. Das ja, ist aber das, weil das ist der super Platz. Ich suche immer Platz, wo ich das machen kann. Liebe Zuschauer, ich komme nochmal zurück auf mein Anliegen. Das ist mir natürlich auch so eine Herzensangelegenheit, weil, wie gesagt, ich weiß es aus eigener Erfahrung, was das Rauchen und andere Drogen für Probleme machen können. Wenn Sie betroffen sind oder in Ihrem Umfeld Betroffene haben, setzen Sie sich mit dem Nikolai in Verbindung. Wie gesagt, der Kettenraucher und der auch schwer Alkohol trinkt, das wären zwei Fälle, da wäre ich sehr daran interessiert, die zu dokumentieren. Und für die Menschen, die das haben, sie müssen nicht ihr Gesicht zeigen. Wir können auch das sogenannte Over-Shoulder machen oder sie pixeln. Mir geht es nur darum, ich muss sie natürlich kennen, ich muss auch das alles recherchieren und prüfen, weil die Zuschauer erwarten natürlich, wenn ich hier was sage, dass ich zumindest das überprüft habe oder gleich von vornherein sage, das ist eine Vermutung. Nein, wir wollen das wirklich dokumentieren und sehen, weil wenn das so ist, wie der Nikolai gesagt hat und wie es der André auch in der Sendung bestätigt hat, und man kann mit einer Behandlung, die eine Stunde, vielleicht auch mal zwei, wenn es ganz schlimm sein soll, in den Griff kriegen und danach ist nicht mal mehr der Wunsch da nach dieser Droge, nach dieser Zigarette oder dem Alkohol. Was kann ich denn für ein besseres Ergebnis haben? Und dann noch zu einem sensationellen Preis, wie ich finde. Aber jetzt kommt noch ein Thema, wo ich Ihnen auch noch mal zeigen will. Sie erinnern sich vom letzten Mal. Sie können sich natürlich über die Website vom Nikolai Lackmann, die einen ganz tollen Titel trägt, und zwar Kunst-des-Lebens, also www.kunst-des-Lebens. Sie sehen sie hier eingeblendet. Da, liebe Zuschauer, können Sie alle Informationen abrufen. Alle Informationen sind hier auf der Seite vorhanden und natürlich wahnsinnig viele Menüpunkte, wo es darum geht, alle einzelnen Dao-Yoga sehen wir hier oben. Dann geht es um die Dao-Yoga-Seminare. Hier haben wir das Thema Rauchen. Hier in der Mitte, da blinkt, sehen Sie, das ist es. Dort hat er alle Informationen drauf. Sie haben sich hoffentlich die Webseite und auch die Telefonnummer notiert, um die auch weitergeben zu können. Natürlich ist es auch so, das erfahre ich auch immer wieder von meinen Gästen, dass sie jemanden kennengelernt haben, der die Sendung gesehen hat und hat es dann empfohlen und sie konnten so eine Behandlung oder Anwendung machen und es ging ihnen danach sehr gut. Jetzt kommt noch ein anderer Punkt, der auch witzig ist, den wir vorher vergessen haben. Ich komme noch mal zu dir, André. André, wir haben ja vorher gehört, du wolltest eigentlich gar nicht rauchen aufhören. Und in der Pause haben wir jetzt noch mal kurz gesprochen, du bist auch gar nicht deswegen zum Nikolai gegangen. Das war eigentlich ein Nebeneffekt. Genau. Warum bist du zum Nikolai? Was ist denn dein Problem gewesen? Eigentlich bin ich zu dem wegen meinen Augen. Weil ich habe sehr schlechte Sehstärke. Und wollte ich auch nicht mit dieser ganzen Lasergeschichte und oder Brille die ganze oder mit Zeit. Brillen. Wollte ich halt zum Nikolai, weil die machen das alles ohne Messer, ohne nichts, also nur mit Händen. Mhm. Deswegen, eigentlich wegen dem bin ich auch zu dem gekommen. Also war rein dein Ansatz, deine Sehstärke wieder zu verbessern? Nur Augen, ja. Mein Ziel war nur Augen. Wie war sie vorher? Welche Dioptrien hattest du? Davor hatte ich 7,0 und 7,5 minus. Wow, das ist natürlich schon kräftig, 7,5, da waren das ja schon fast solche Gläser, oder? Nee, ging noch, aber trotzdem, das war schlimm für mich. Und wie du mir erklärt hast, konntest du in die Weite nicht sehen. Genau. Das heißt, Zeitung genau. Ging noch, aber wenn einer in 10 Meter auf dich zukam, konntest du nicht erkennen, wer es ist. Genau so. Okay. Nikolai, was hast du gemacht, wie läuft's und wie wird es ausgehen? Bei dieser Behandlung, die besteht aus zwei Teilen. Das ist natürlich der erste Teil Dao-Yoga, muss man lernen für diese Behandlung. Und dann das zweite Teil ist paranormale Chirurgie. Das sind einfach Operationen, kurz erklärt, kann man einfach erklären, Operationen ohne Messer. Und ohne Blut auch natürlich. Ich arbeite einfach nur mit meinen Händen. Energetisch und auch gleichzeitig mit Informationen wieder im Unterbewusstsein. Kann man sagen, ich tausche zum Beispiel bei kranken Augen diese Information, dass die Augen schlecht sehen, wieder auf neue, gesunde Information, dass die Augen wieder gut sehen. Und dass die Augen sich auch natürlich nicht nur gut sehen, sondern auch regenerieren. Kann man sagen, neu bilden. Kann man so sagen. Okay. Und bei dieser Methode, was auch wichtig ist, diese Methode muss man 10-mal machen, also 10 Behandlungen, damit diese Information für immer in unserem Unterbewusstsein bleibt. Und durch Dao-Yoga unterstützt man diesen Prozess.
dass diese Information weiterarbeitet. Weil unsere Augen zum Beispiel regenerieren sich jede 3 Monate, kann man so sagen. Und wenn falsche Informationen in unserem Unterbewusstsein ist, dann regenerieren unsere Unterbewusstsein anstatt gesunde Zellen in den Augen wieder kranke Zellen und vermehrt es. Deswegen sieht der Mensch natürlich nicht sofort schlecht, sondern das dauert immer mit der Zeit immer schlechter, schlechter und schlechter. Das können, denke ich, viele das wissen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Und das natürlich ist falsche Information, deswegen macht unser Körper das. Wenn neue Information da ist, dann wird es auch wieder immer besser, besser mit der Zeit. Immer besser und besser. Aber natürlich schon während den Behandlungen, das wird auch gleich. Der Mensch wird gleich schon bei erster Behandlung Veränderung spüren. Okay. Weil ich überprüfe immer Sehkraft selber auch. Zum Beispiel, wenn jemand in die Weite schlecht sieht, dann werde ich mit Buchstaben das kontrollieren. Wir haben zum Beispiel bei ihm mit Größe 48 angefangen. Das ist fast die größte, ja, mit solchen. Und dann sind wir auf solche kleine Größe runtergegangen. Sind wir schon so auf 12, 14? 24 war das. Wow! Das letzte. Halbiert schon? Halbiert, ja. In welcher Zeit? In diese 10 Tage. Weil die Behandlung läuft jeden Tag. In diese 10 Tage haben wir das halbiert. Und nach diesen 10 Tagen läuft die Behandlung weiter. Das wird dann noch besser. Das ist nicht das Ende. Behandlung läuft, dieser Regenerationsprozess von Zellen läuft weiter. Und dann spürt man nach 3 Monaten noch viel besser schon. Das heißt, die gesamte Behandlung, bis du denkst, dass er wieder ohne Brille normal sehen und lesen kann, wird circa 3 Monate dauern? 3 Monate, wenn man noch nicht zufrieden ist, Behandlung läuft weiter. Jede 3 Monate wird Augen regeneriert. Und das wird dann ganze Leben lang so sein. Die regenerieren sich immer wieder, deswegen Ergebnis bleibt für immer da. Und wenn er natürlich dann Dao-Yoga macht, unterstützt das natürlich auch dieses Processing ständig, das empfiehlst du ja immer, deine Mutter auch. Das ist sogar sehr wichtig, das sind 50% von der Behandlung, sogar so. 50% ist sehr wichtig. Voraussetzung. Ja. Wie ist es nach diesen 10 Tagen, wenn du jetzt so deine Augen anschaust und anschaust, was du jetzt vielleicht wieder machen kannst, was vorher nicht ging? Wie würdest du es selber mit eigenen Worten sagen? Wie ist die Verbesserung bisher? Also Verbesserung ist eindeutig. Beispiel früher, ich konnte nicht mal mein Handy aufmachen und eine SMS durchlesen. Also heutzutage geht es normal und locker. Muss mich gar nicht anstrengen oder brauche keine Brille. Kann so ablesen. Auch von der, also ist allgemein besser, klarer und Weite ist schon näher gekommen, also kannst du die in der Weite auch schon besser sehen? Ja, auch in der Weite besser sehen, auch klarer, wo der Beispiel jetzt rumsteht. Sogar auch Augen von Menschen, wo die hin jetzt gucken. Oh. Früher konnte ich das nicht. Beispiel steht ein Mensch 5 Meter vor mir. Ja. Auch wenn der guckt auf mich. Aber ich kann seine Augen nicht gucken, ob der genau auf mich guckt. Ah, du konntest nicht sehen, ob er zum Beispiel so macht. Du stehst zwar da, aber ich gucke jetzt den Nikolai an, da konntest du nicht sehen, wo steht quasi die Pupille. Genau. Weißt und du, das ist schon heftig. Das war schon brutal früher. Und wie war es mit dem Autofahren? Also mit Brille. Das war ja dann immer ein... Und dann ist schon jetzt noch mehr Stress, ne? Ja. Brille auf, Brille ab, Brille auf, Brille ab. Das ist ja das, was das Auge noch mehr in Stress versetzt. Wenn du mit Auto, Brille zum Auto fahren, Brille zum Lesen, dann wieder runter, normal, dann stellt sich dein Auge wieder um, dann mit der Brille drauf. Also ist das eigentlich, das ist auch nicht gut für die Augen, oder? Wenn du ständig mit Brille oder ohne Brille, wieder mit Brille, wieder ohne Brille. Ja, ist anstrengend für die Augen. Stress, ne? Und das kann passieren, dass sie mit der Zeit auch immer schlechter und schlechter sehen, deswegen wegen der Brille. Mhm. Deswegen kauft man sich immer stärkere und stärkere Brille, die Sehkraft. Ach. Um das zu verbessern, immer mehr und mehr. Denkst du, dass es dauerhaft bleibt, wenn wir jetzt das ausgetauscht, wenn diese Behandlung jetzt 3 Monate gelaufen ist? Jetzt, wenn jetzt der André sagt, ja, ich bin nicht so mitzufrieden, wir setzen noch eine Behandlung an. Kann es sein, dass es irgendwann nicht besser wird? Hast du da schon Erfahrungen, dass es irgendwie, dass Leute sagen, nö, jetzt habe ich das 3 Monate gemacht, ich sehe zwar besser, aber es ist nicht optimal. Gibt es das, dass es nicht zu Ende geht, dass da irgendeine Behinderung da ist, die das verunmöglicht? Wenn der Mensch alles macht, was ich sage, weil ich gebe noch Selbstbehandlungsübung für die Augen zum Beispiel dazu. Ich mache das fast bei jeder Krankheit, die ich behandle, immer Selbstbehandlung, dass der Mensch nach dieser Behandlung noch weiter selber mitarbeitet. Zum Beispiel mit Augen oder mit Gelenken, mit Organen. Das spielt keine Rolle, was.
einfach, dass der weiterarbeitet, das ist wichtig auch. Du gibst noch zusätzliche Informationen dann mit und Übungsvorlagen wahrscheinlich. Ja. Dieses Punkt kann ich mich noch erinnern, da gab es irgend so ein Blatt zum mit Beispiel, so einem ja. Punkt drauf. Genau. Ja, ja, ja. Das bringe ich aber schon auch im Seminar bei. Also die Selbstbehandlungen, weil ich bringe nicht nur Dao-Yoga bei, sondern ich bringe noch Selbstbehandlungsübungen bei, mhm. wie man sich noch zusätzlich selber behandeln kann. Und diese Übung mit diesem schwarzen Punkt zum Beispiel auch. Das zeige ich alles. Die ist auch spannend. Und was ich noch im Seminar zeige, weil viele Menschen, weil ich kann ja viel erklären, aber die Menschen wollen auch was sehen, wie das funktioniert. Ich zeige bei meinem Seminar am ersten Tag zum Beispiel, wie paranormale Chirurgie funktioniert. Einfach an jemanden. Mhm. Ich hole jemanden raus, der richtige Beschwerden hat. Zum Beispiel kann man nicht in die Knie runtergehen oder Arm nicht hochheben, weil ich suche immer solche Leute, bei denen ich für alle zeigen kann, mhm. wie das Ergebnis ist schon. Ich mache ungefähr 5 bis 10 Minuten Behandlung und die Menschen ja. sehen schon, wie viel Ergebnis in 10-15 Minuten, in 5 bis 10 Minuten kommt. Ja, ja. Dass die Leute das auch kennen. Verstehen, lernen, ja, es ist ja. Und das auch mit eigenen Augen sehen. Das ist geht. Der Punkt, weil am Anfang haben die Leute natürlich viel Skepsis bei sowas, weil wo ich das zum ersten Mal gehört habe, muss ich auch sagen, habe ich gedacht, was soll denn das sein? Man stellt sich halt vor, wenn man Chirurgie hat, Messer, Spritze, OP, Aufschneide, rausschneiden, was auch immer. Dass das mit anderen Methoden auch geht, ist natürlich da faszinierend. Jetzt gibt es ja bei den Augen unterschiedliche Krankheiten. Das ist ja nicht nur eine Sehschwäche, die durch irgendwas bedingt ist. Es kann ja die Hornhaut verkrümmt sein. Es kann an der Netzhaut ein Problem geben. Es kann die Linse getrübt sein. Dann kennen wir ja die klassischen Augenkrankheiten, grauer Star, grüner Star. Und da habe ich vor kurzem gelesen, Bindehautentzündungen oder es kann sich sogar der Sehnerv entzünden. Wusste ich auch nicht. Bei solchen Sachen ist da die paranormale Chirurgie auch möglich? Gibt es da auch? Bei diesen allen Sachen, ja. Oh. Weil meine größte Erfahrung sind die Augen und zum Beispiel Wirbelsäule. Das kenne ich schon super. Mhm. Da habe ich schon alles Mögliche gemacht. Auch grüner Star, grauer Star, Makuladegeneration, alles. Diese ganze Bindehautentzündungen oder Verkrümmungen, das habe ich schon alles gemacht. Und das geht immer super. Und liebe Zuschauer, Sie wissen, bei der Thematik kommt immer wieder die wichtige Aussage, die Sendung machen wir nicht, um Sie davon abzuhalten, zu Ihrem Arzt oder dem Mediziner Ihrer Wahl zu gehen. Und wir machen auch hier keine Heil- oder Gesundheitsaussagen. Hier kriegen Sie Erfahrungen mitgeteilt, die A, Anwender und B, natürlich die Therapeuten gemacht haben. Sie erfahren über Ergebnisse, wie einzelne Behandlungen wirken und was die Menschen dazu sagen. Deswegen habe ich auch immer wieder Menschen im Studio, die letztendlich das alles schon einmal durchgemacht haben und dann selbst berichten können. Weil klar, natürlich wird kein Therapeut, kein Unternehmer, keiner, der irgendein Produkt oder eine Dienstleistung vorstellt, sagen, das, was ich mache, ist schlecht oder wirkt nicht. Dann würde er gar nicht kommen, logischerweise. Jeder spricht natürlich positiv über seine Dinge. Aber was ist die Aufgabe von dieser Sendung? Diese Dinge zu hinterfragen und die Dinge, die gut sind, dann auch den Menschen zu zeigen. Aber verlassen Sie nicht den Weg der Tugend. Und so wie es der André mir vorher gesagt hat, er hat gesagt, so, ich weiß ja von der Brille früher, was ich für eine Sehstärke hatte. Wenn die 3 Monate rum sind und ich sehe gut und ich bin der Meinung, es ist gut, gehe ich einfach mal zum Augenoptiker und lass mal gucken, wie meine Sehstärke jetzt ist. Und dann hat man das Ganze schwarz auf weiß, die alte Bestätigung, 7 irgendwas und dann die neue. Und wenn es jetzt nicht ganz weggehen würde, André, wenn es jetzt, sage ich mal, so wäre, also ich sage mal, dass 10% der Original-Sehstärke nicht mehr aufgebaut werden könnten, wäre das für dich dann auch ein positives Ergebnis? Ja, natürlich. Also auch wenn 90% nur gehen würden, wäre es für dich schon absolut sensationell. Hast du mal einen Termin bei einem Augenarzt gehabt? Hat der dir was gesagt, was man machen müsste? Normalerweise bei mir müsste man weglesen. Okay. Deswegen. Ah, und du hattest nicht so das Vertrauen, dass dir einer mit Laserschwert im Auge rum hantiert. Man gab es ja verschiedene Geschichten. Bei meinem einen Bekannten wurde auch Auge, also mit einem Laser gemacht. Jetzt ist er komplett blind auf diesen Augen. Oh. Ja gut, wird das nicht die war Regel jetzt sein. Vor 5 Jahren, jetzt sind die viel besser. Ja. Aber trotzdem gab es mal so einen Fall. Deswegen wollte ich erstmal ohne Messer und ohne Laser probieren. Ja, gut, kann ich verstehen, würde ich genauso machen, weil natürlich, klar, wissen wir, jede Operation, das sagt auch jeder Chirurg und jeder Mediziner, birgt Gefahren.
Es sind Leute schon zu Tode gekommen bei Einfacheingriffen wie einer Blinddarmoperation, weil einfach sich ein Zustand dann ereignet hat, den der Mediziner so nicht voraussehen konnte. Immer ist eine Operation mit Gefahren verbunden, aber wir wollen auch nicht sagen, dass Laseroperationen gefährlich sind, aber es kann immer wieder zu Problematiken kommen. Und da vertrete ich auch die Meinung, die der andere hat, dass ich sage, wenn ich jetzt Messer nehmen muss und es andere Methoden gibt, dann nehme ich natürlich erstmal die, bevor ich dann, wenn alle Stricke reißen, am Schluss kann ich immer noch sagen, okay, jetzt her mit dem Laserschwert, jetzt gucken wir mal, was das Auge da macht. Wir fassen noch einmal zusammen. 4 Minuten Sendezeit haben wir noch. Rauchen, Alkohol, Drogen. Eine Behandlung. Ja. Ist Drogen und Alkohol teurer oder ist es das gleiche wie Rauchen? Immer das gleiche. Immer das gleiche. Eine Behandlung 500 Franken. Bisher, wenn ich dich richtig verstanden habe, gab es keine Rückfälle bei den Patienten, die du in der Schweiz behandelt hast. Das würde ich gerne überprüfen und da bitte ich auch die Patienten, wenn sie sich nicht trauen, ins Studio zu kommen, kein Problem. Aber es wäre toll, wenn sie mir das schreiben würden, zum Beispiel per E-Mail. Oder wenn sie sagen, Mensch, über Skype könnten wir schon, dann skypen wir mal miteinander, dann erzähle ich dir die Geschichte. Bin ich auch dafür. Ich weiß, das Studio ist immer Aufwand und herkommen und hinsitzen. Dann sitzt man in so einer Live-Sendung und ist das gar nicht gewohnt. Klar, aber ich hätte doch gern die Informationen, weil das ist das, was die Basis dieser Sendung ausmacht. Von den Menschen, die es betrifft, von denen die Information bekommen, dass wir sie an Menschen weitergeben, die noch das Problem haben. Dann noch eine Frage, die die Zuschauer natürlich auch interessiert. Wo ist deine Praxis? In Wallisellen ist ungefähr 10 Minuten von Zürich. 5 bis 10 Minuten mit Auto. 5 bis 10 Minuten. Also Wallisellen, auch jedem bekannt, der in der Schweiz lebt. Und natürlich für die Zürcher, die jubeln jetzt alle, dass sie nicht nach Langenthal fahren müssen, sondern das nur um die Ecke machen können. Termine immer nur nach Voranmeldung? Besser natürlich, ja. Ja, also mit Voranmeldung, Termin, ja. Telefonnummer und Webseite sind unseren Zuschauern bekannt. Und wie gesagt, ich freue mich heute schon drauf auf den, der viel raucht und auch den, der viel trinkt. Nicht wegen dem Rauchen und dem Trinken, nein, wegen dem Ergebnis, was dann der Nikolai da hinbekommt durch seine Behandlungsmethode. Denn wie gesagt, schauen Sie, stellen Sie sich mal vor, wie viele Leute kämpfen damit, gerade eine Sucht loszuwerden. Wenn der Aufwand geistige Freiheit ist, eine halbe Stunde und 500 Franken, das ist ja fast ein Geschenkpaket. Liebe Zuschauer, darum ging es uns heute, um das Thema paranormale Chirurgie, um das Thema Dao-Yoga, um das Thema Suchtentwöhnung. Und wir wollten mal wieder so einen Querschnitt darstellen, was für Möglichkeiten da sind, das zu tun. Und diese Möglichkeiten natürlich, liebe Zuschauer, die stelle ich deswegen vor, weil wir einfach sensationelle Ergebnisse haben. In der Zwischenzeit haben wir jetzt von Augen und den Süchten mehr gesprochen. Die Zuschauer wissen auch noch aus den letzten Sendungen, Wirbelsäule, hast du schon gesagt, eine deiner, ja, Lieblingsthematiken, gerade das Thema Bandscheibenvorfall und Rückenschmerzen. Zum Beispiel, ja. Genau, das sind so auch deine Lieblingsthematiken. Gelenke auch. Kniegelenke? Kniegelenke, Hüftgelenke, alle Gelenke eigentlich, die gehen super, Ergebnisse kriegt man. Und wichtig ist, dass die Menschen spüren schon nach erster Behandlung Ergebnis, nicht irgendwann später. Schon bei Ärzten spürt man Verbesserung. Ich finde das so sogar klasse, dass man bereits nach einer Behandlung ein spürbares Ergebnis hat. Ja. Und ich weiß es ja noch bei mir, es gab ja auch verschiedene Problematiken, die die Mutter in den Griff gekriegt hat. Seinerzeit, da kann ich dich noch nicht, kann ich nur deine Mutter, die sie in den Griff gekriegt hat. Und ich habe auch vor kurzem mit einer Patientin gesprochen, die bei ihr war, wo es um ein Rückenthema ging. Und ich sagte auch, seit der Behandlung nie mehr was zurückgekommen. Aber sie hat auch gesagt, sie hat auch ihre Ratschläge sehr wahrgenommen. Ja, sie sagt richtig. Auch, sie muss ihr Leben verändern. Das, was sie tut, hat den und den Konsequenz. Deswegen tut ihr der Rücken weh. Sie hat gesagt, sie kann ihr das jetzt heilen. Aber wenn sie so weiterlebt, kommt es wieder. Ja, und da kommt Dao-Yoga auch. Genau, und da war auch dazu wichtig, dass Dao-Yoga hebt dich raus aus diesem ganzen Kreis, in dem du da drin bist, mit immer reinreden. Und sie sagt natürlich auch, viel war auch, wenn die Leute weg waren von ihrem Ort, wo sie normalerweise leben. Weil da ist oft der Punkt, dass dann das Umfeld dich immer wieder anspricht. Das kennst du bestimmt auch, André. Du kommst nach Hause, hast das Rauchen aufgehört, nächsten Tag trifft dich der erste Kumpel und sagt, und, willst du eine? Yeah. Ja, das kenne ich gut. Ja, man wird immer wieder an diese Dinge erinnert im eigenen Umfeld, klar. Und wenn man rausgenommen wird, ist auch die Chance der Gesundheit und der Heilung noch größer.
dann sage ich vielen Dank, Nikolai. War wieder ganz toll und sensationelle Ergebnisse. Auch an dich danke, André, dass du mitgekommen bist. Und für Sie, liebe Zuschauer, eine Sendung, die mich besonders freut heute, denn Sucht und Abhängigkeit sind große Problematiken in unserer Zeit und sie zerstören Leben und sie zerstören Beziehungen. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, dieser Falle zu entgehen. Nutzen Sie das zu Ihrem und zum Wohle aller. In diesem Moment einen schönen Abend und eine gute Nacht. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.